China und USA liegen bei weit über 40%. Das heißt, selbst wenn wir hier der Industrie komplett den Stecker ziehen, wird sich am Weltklima nicht sehr viel ändern. Deshalb glaube ich, man muss hier einen Transformationsprozess einschreiten, der die Bürger und auch die Arbeitsplätze mitnimmt, weil da muss ich wirklich ganz, ganz entschieden der Frau Herrmann widersprechen. Grünes Schrumpfen, Mangelwirtschaft, das wird so nie stattfinden, weil das Ergebnis wird sein, dass die Arbeitsplätze und die globalen Konzerne suchen sich die Länder, wo sie produzieren können und wo sie auch ihre Energie bekommen. Das heißt, dieses gesund Schrumpfen oder grüne Schrumpfen, das wird nie funktionieren, weil es mutwillig Arbeitsplätze zerstört. Das heißt, unser Wohlstand wird abgebaut und mit diesem Wohlstand finanzieren wir einen sehr guten und guten Sozialstaat in Deutschland. Hm. Aber auch, wir tun ja viel weltweit. Ja, deshalb, Herr Schuh, Ihre Frage fokussiert sich also vor allem darauf, es hilft ja alles nichts, wenn wir hier in Deutschland vorbildlich unterwegs sind, denn international müssen alle mitziehen. Sonst gibt es den Effekt, dass möglicherweise Firmen einfach ins Ausland abwandern oder dort CO2 emittiert wird, was wir nicht mehr emittieren. Habe ich Ihre Frage richtig zusammengefasst? Ja, genau. Genau, genau. Und dass wir dabei die Bevölkerung auf jeden Fall mitnehmen müssen hier bei uns im Land. Danke, Herr Schuh, für Ihre Frage. Wer möchte denn darauf? Frau Herrmann ist angesprochen. Ja, also Herr Schuh, Sie haben ja absolut recht. Also man kann den Klimawandel nur global bekämpfen. Nicht nur, weil die Konzerne sonst umziehen würden, sondern auch aus dem schlichten Grund, das haben Sie eigentlich auch gesagt, das CO2-Molekül kennt ja keine Grenzen. Das verteilt sich auch global. Das heißt, man braucht globale Lösungen. Aber mein Punkt ist, eine globale Lösung würde dann trotzdem so aussehen, dass die Industrieländer schrumpfen müssen, weil sie einfach zu viel CO2 emittieren. Da könnte ich jetzt noch mal etwas sagen, was Herr von Butler angesprochen hat, dass ja die armen Länder sich tatsächlich noch entwickeln wollen und auch entwickeln müssen. Nur das ist gar nicht so ein Problem. Nimmt man mal so ein Land wie Malawi, da ist es so, dass ein einzelner Bürger dort nur 100 Kilo CO2 emittiert, während Deutschland, je nachdem, wie man das rechnet, zwischen 7 und 11,2 Tonnen ist. Da sieht man also, Menschen in Malawi emittieren praktisch überhaupt gar kein CO2. Die können sich noch entwickeln, ohne dass das klimaschädlich wäre. Während wir, und das gilt dann aber für die gesamte Industriewelt, also auch China, USA, wir müssen eigentlich runter. Danke. Dann gehen wir sofort weiter zu einem weiteren Hörer heute Morgen, Holger Voss in Berlin. Hallo und Ihre Frage bitte. Allseits guten Tag an den Presseclub. Mich überzeugt die energiepolitische Agenda der Ölallianz OPEC Plus, weil die sich für einen Energiemix ausspricht, bestehend aus fossilem Erdöl, fossilem Erdgas, Wasserstoff, den man ja auch als zur Veredelung von Rohöl nutzen kann, Wasserkraft, Windenergie und Sonnenenergie. Und nun meine Frage an den Presseclub, wie der Presseclub die genannte energiepolitische Agenda der Ölallianz OPEC Plus beurteilt. Okay. Danke, Herr Voss. OPEC Plus als Energiemix-Strategie angesprochen. Wer möchte darauf reagieren? Herr Schmidt. Ich muss zugeben, ich kenne die OPEC Plus Strategie nicht. Ehrlich gesagt, die interessiert mich auch wenig. Ja, die werden den letzten Tropfen Öl, glaube ich, aus dem Boden holen. Weil die OPEC ist natürlich ein Lobbyverein für Öl und Gas. Das ist ja ganz klar. Also auf die sollten wir, wie gesagt, die Details kann ich jetzt leider nicht aus dem Stand beurteilen. Aber das sind die, auf die wir nicht hören sollten, ganz generell gesprochen. Also das ist einfach ein Club zur Förderung von Öl und zur Kartellisierung des Ölmarkts, die Preise möglichst hochhalten und so weiter. Die haben sich auch in der Vergangenheit beim Thema Klimaschutz weder hervorgetan noch mit irgendeiner Sorte von Ruhm bekleckert. Danke. Dann gehen wir weiter und ich möchte gerne zu Kai Riedel nach Geesthacht. Jo, moin, moin. Moin. ich hab tatsächlich, muss ich zugeben, eine Doppelfrage. Ich weiß nicht, ob die möglich ist. Ein Teil hatte die freundliche Dame in Rot. Ich glaube, Frau Herrmann, wenn ich den Namen richtig... Ja, Herrmann. Schon angedeutet. Entschuldigung, ich und Namen sind schwierig. Und zwar, wir reden mal über die Klimaerwärmung. Aber mir kommt viel zu kurz, dass die Erde einfach irgendwann aufgebraucht ist. Warum ist das so? Warum wird das nicht mehr ins Spiel gebracht, um das Thema zu intensivieren? Also das war jetzt die erste Frage. Ja. Nicht nur, dass das Klima, die Temperatur erhöht sich, sondern die Erdressourcen sind aufgebraucht. Wenn sie kurz und knapp sind, können Sie die zweite Frage auch noch loswerden. Da geht es praktisch um uns als Privatpersonen. Warum haben wir immer noch eine Rechtslage, in der mir ein Vermieter quasi
spontan untersagen kann, nö, du darfst dir kein eigenes Solargerät auf den Balkon stellen. Eine sehr pragmatische Frage aus dem Alltag. Möglicherweise geht das Ihnen sogar so als Mieter. Ich will jetzt keine Spekulationen anstellen. Aber ich denke, beide Fragen können hier beantwortet werden. Wer möchte gerne? Frau Pinsler. Also bei der zweiten Frage muss ich sagen, ich weiß es einfach nicht, weil die Gesetze wahrscheinlich immer noch so sind. Meines Wissens, Herr Schland weiß es wahrscheinlich besser, hat die Bundesregierung das inzwischen geändert, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt Verbesserungen zum Beispiel bei sogenannten Balkonsolaranlagen. Ja. Das wird jetzt stark unterstützt. Der Vermieter hat aber zum Beispiel immer noch das Recht, die Unversehrtheit seiner Fassade sozusagen verlangen zu dürfen. Das ist eigentlich ein klassisches Dilemma, das dahinter steckt, das Mieter-Vermieter-Dilemma, das man bei jeder dieser Fragen hat, bei dass derjenige, der davon profitiert, nicht derjenige ist, der es in Kauf nehmen oder bezahlen muss. Ne? Und da schlägt man sich ganz schön rum, auch die Ampel im Augenblick, das Ordnungsrecht so zu gestalten, zum Beispiel indem Kosten aufgeteilt werden, der Vermieter auch mitzahlen muss, wenn die Energiebilanz schlecht ist. Also das Problem ist, sehr stark im Blick, wird stärker thematisiert, sehr viel stärker thematisiert als noch vor 5 oder 10 Jahren, ist aber unglaublich komplex in seinen Einzelheiten. Es wird sich aber lösen, weil bis 2030 tickt eine Uhr. Es gibt gewisse Richtlinien, wann Gebäude umgerüstet werden müssen. Das heißt, auf die Vermieter kommen große Aufgaben zu. In Bezug auf Dämmung, aber auch in Bezug auf die Heizungsart. Also ich würde es als Übergangsphase sein, dass sich das Problem erledigt haben wird. Da wird es Fortschritte geben. Und bei der ersten Frage ist es so, dass ich hoffe, dass wir vielleicht im Dezember vor der Biodiversitätskonferenz noch mal einen Presseclub machen, wo es nämlich dann genau darum geht, dass wir ja tatsächlich, wir haben nicht nur die Klimakrise, wir haben eigentlich eine Mensch-Natur-Krise. Sie haben völlig recht, wir brauchen zu viel von der Natur. Mhm. Und das sieht man an dem Artensterben, was, glaube ich, das zweite Riesenthema ist, über das wir noch gar nicht genug reden. Also Thema für einen kommenden Presseclub an der Stelle. Ich gehe weiter zu Eleonore Hax in Wiesbaden. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich möchte nochmals diese Frage von der Dame im blauen Jackett unterstreichen und sagen, warum wird kein Tempolimit gemacht? Das wäre doch eine ganz einfache Sache, in meinen Augen, das zu reduzieren. Da hat man CO2-Ausstoß weniger und auch es wird weniger Benzin verbraucht. Das wäre mein Wunsch. Ja, Frau Hax, danke. Einfache Frage, warum setzen wir nicht einfach ein Tempolimit um? Das geht schnell und funktioniert relativ gut. Tatsächlich hat es Frau Pinsler hier in unserer Diskussion schon angeführt, aber Herr von Butler, wie sehen Sie das? Das Interessante ist, dass eigentlich ein Tempolimit zu diesen wahnsinnig emotionalen Maßnahmen gehört. Ich frage mich auch, warum das eigentlich so aufgeladen ist. Da muss man wahrscheinlich, könnte man ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. In dem Szenario der Internationalen Energieagentur, Herr Schland angesprochen hat, das eigentlich so die Referenzstudie ist bis 2050, steht interessanterweise ein globales Tempolimit ab 2035, glaube ich, was man machen müsste, um das einzuführen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, also es wäre eine Maßnahme, man muss aber auch ehrlich sein, für Deutschland wäre es nicht eine hinreichende Maßnahme. Also es gibt immer diese Sachen, wo man sagt, großer Kampf, kleine Wirkung. Es wäre besser tatsächlich, wir würden Geld in die Hand nehmen und die komplette Stahlindustrie auf grünen Wasserstoff umrüsten. Können ja beides tun. Also nur das Stahlwerk in Duisburg zum Beispiel bedeutet 2,5% der deutschen Emissionen. Oder die Chemieindustrie, die Zementindustrie. Ich bin immer dafür, lass uns auf die großen Hebel schauen. Wir haben ja vorhin auch über die Reichen diskutiert. Ich glaube, jeder umgerüstete Hochofen ist besser als eine weitere SUV-Debatte, weil es bringt einfach, also es erzeugt wahnsinnigen Streit, Abwehrmechanismen bei den Menschen, dass die abschalten, dass man wirklich sagt, lass uns gucken, was wirklich viel bringt. Ja, aber ein Tempolimit sollten wir nicht ausschließen. Nee, aber man muss sagen, das Interessante beim Tempolimit ist ja, die Mehrheit der Bevölkerung will ein Tempolimit. Ja. Und die einzige Partei, die es nicht will, ist die FDP. Und das liegt einfach daran, die FDP hat ganz wenig Programmpunkte, eigentlich nur Steuersenkung für die Reichen, kein Tempolimit und bitte die Schuldenbremse. Und wenn man jetzt das Tempolimit schon mal gekillt hätte als FDP, dann hätte man noch weniger Programm. Ja. So, jetzt bitte, wir sind ja in der Phase, wo wir hier viele Menschen zu Wort kommen lassen möchten. Und wir gehen weiter zu Mark Hebbel in Ortenberg. Hallo. Hallo in die Runde. Heute Morgen in Tagesschau 24 einen schönen Bericht gesehen. Finnland. Finnland baut die Atomenergie massiv aus. Mit dieser Geschichte könnte Deutschland bis 2030 auch klimaneutral sein.
Finnland hat eine Lösung gefunden für die Entsorgung ihrer Brennstäbe. Und wir schalten, die Grünen sind ja immerhin schon gehupft für 3 Monate, aber ich denke, unsere Stromversorgung wäre absolut sichergestellt, wenn wir bis 2030 nicht abschalten, sondern ausbauen. Ich weiß, es ist unbequem, das Thema, gerade bei den Deutschen, aber wir reden über alle möglichen Energieträger und die Atomkraft wird völlig vergessen und abgeschaltet. Herr Hebbel, Ihre Frage ist sehr klar, also trotz etwas schwieriger Netzverbindung, sehr klar hier angekommen. Warum, wenn wir Klimaziele erreichen wollen, setzt Deutschland nicht stärker auf Atomkraft? Und bei Herrn Schlant hat es schon gezuckt. Ja, genau, weil ich eigentlich immer Atomkraftgegner war, früher ganz klar. Ich habe meine Meinung geändert und ich habe sie deshalb geändert, weil die Klimaerhitzung so stark voranschreitet und so große Priorität hat. Und natürlich auch wegen der aktuellen Krise. Ich glaube, es ist inzwischen in Deutschland weitgehender Konsens, dass es ein Fehler war, die letzten, sagen wir mal, 6 Kernkraftwerke abzuschalten. Ganz wichtig ist aber, dieser andere Weg, neue Kernkraftwerke zu bauen, wie in Finnland geht, die mit Olkiluoto, das war ihr erstes großes neues Kraftwerk, wahnsinnige Probleme haben, fast ein Jahrzehnt Verzögerung, x-fach höhere Kosten. Das ist ein Weg, den wir nicht gehen sollten, weil er einfach zu teuer ist, weil er sich nicht lohnt, weil wir auch mittelfristig raus wollen aus der Kernkraft wegen der Endlagerungsproblematik, Sicherheitsrisiko und so weiter. Ich glaube, als Brücke hätten wir sie noch besser nutzen müssen. Im Nachhinein muss ich das sagen. Aber wir sollten nicht langfristig auf Kernkraft setzen. Dazu ist sie einfach zu teuer. Danke. Wir schaffen mindestens noch einen Anrufer, Andreas Schärper aus Kaiserslautern. Hallo. Hallo, hier ist Andreas Schärper. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Es geht nicht um die Schuldfrage, sondern es geht um eine Faktenfrage. Wie viele Windräder haben wir 2023 sicher fertig, beziehungsweise 2024, die sicher Strom liefern werden? Das ist eigentlich nur die ganz einfache Frage. Ja, das ist sehr auf den Punkt formuliert, Herr Schärper. Wahrscheinlich können wir es hier in der Runde auch nicht mit Sicherheit sagen. Aber wie viele Windräder haben wir 2023 und 2024? Also was man sagen kann, ist, dass bisher 2022 ungefähr 350 Windräder zusätzlich gebaut wurden. Aber wie viel das dann künftig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber was man jetzt sagen muss, ist, dass die Koalition schon viel getan hat, um das Bauen von Windrädern zu erleichtern. Also das war ja immer das Problem, dass Naturschutz, Einsprüche aller Art, Klagewege, das hat alles ewig gedauert. Man hat versucht, das schneller zu machen und den Naturschutz trotzdem zu berücksichtigen. Und das wird sich dann langfristig oder mittelfristig auswirken, dass man schneller Windräder genehmigt bekommt. Danke. Und wir schaffen doch tatsächlich noch eine Anruferin, Renate Stott aus Borott. Hallo, guten Tag, Ihre Frage bitte. Hallo, ja, ich habe zwei ganz kurze Fragen. Deutschland kann die Welt nicht alleine retten. Es kommen Amerika, Indien da jetzt. Und das Zweite ist, was mir am Herzen liegt, wieso kann man nicht mal Undenkbare denken und sich auf den Klimawandel vorbereiten? Das wird immer nur so bekämpfen und was habe ich dann runtergefallen und so Sachen. Frau Stott, Sie sind leider sehr schwer zu verstehen. Das, was ich wahrgenommen habe, ist, warum können wir uns nicht einfach auf den Klimawandel einstellen, anstatt ihn zu bekämpfen? Das ist ein sehr großes Thema, große These, Herr von Butler. Also das tun wir ja parallel. Also es gibt ja in vielen Unternehmen, aber auch in der Wissenschaft diese sogenannte Klimaanpassung. Also dass man sagt, wie leben wir eigentlich in einer Welt, die sich um 2 oder 2,5 Grad erhitzt hat. Das geht von der Städteplanung, diese sogenannten Schwammstädte, dass sich Städte vorbereiten, was zum Beispiel bei Wirbelstürmen oder Hitzewellen passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur versuchen, also wir müssen beides tun. Also wir müssen praktisch unseren CO2-Ausstoß reduzieren deutlich. Wir müssen diese neuen Technologien aufbauen und gleichzeitig, ohne das andere zu lassen, zu tun, was heißt eigentlich 2,5. Und es gibt sogar Szenarien, was heißt eigentlich ein Leben in einer 3-Grad-Welt. Herr von Butler, das werden wir heute nicht mehr diskutieren, das Leben in einer 3-Grad-Welt. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Anrufern. Wir werden sicherlich noch mehr Presseclubs zu diesem Thema machen oder zum Thema Artenvielfalt. Jedenfalls bis hierhin danke für die engagierte Debatte. Es ist ein komplexes und vielschichtiges Thema. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen